Und damit sind wir wieder da im Jahrmarkt der verdammten auf Deponia, wo die Skelette noch in den Käfigen baumeln und was hier sonst noch so alles los ist. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Okay, der Mensch mir möchte einen blank polierte Kugel. Was? Bowlingkugel betucht? Merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Wie, was? Wie, was? Wo? Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen. Aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Das ist doch kein Make-up, Rufus. Wer sagt's denn? Wie Weingummi im Nasenloch. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Oh Gott. Oh, wunderbar. Jetzt verstehe ich langsam. Okay. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Oh Gott, warum? Sagt Cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Oh mein Gott. Rufus. Okay. Dann machen wir uns ein Bild davon. Und jetzt? Wo kommt das Foto raus? Muss ich das etwa jetzt noch? Ach, ich hab's. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus, aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Was? Fast besser als die echte. Die hier lächelt ja wenigstens. Also ich bringe das Foto mal jetzt einfach weg und guck mal, ob der was dazu... Also ich meine, das ist doch alles wunderhübsch hier. Das ist wahre Liebe. Ja? Also erzähl mal nicht. So, nimm dein Foto. Steck es einfach in den Lavomat, Bushi. Muss das sein? Hm, tu mir bitte den Gefallen. Das Gerät hat mich ein Vermögen gekostet. Na gut. Ein Love Score von 0? So kommst du nie auf das Boat of Love, Bushi. Was? 0? Ach komm. Na gut, da fehlen ja noch ein paar Accessoires, natürlich. Ich kann die jetzt zumindest nicht mehr mitnehmen, also können wir schon mal nicht so falsch damit liegen. So ein Liebesherz, ja, das aktuelle Magazin der Herz. Bowling to Goal läuft keinen Trends hinterher. Nein, sie setzt sie. Ich hätte die noch palieren müssen, na gut, sie war schon poliert. Ich kann noch ein bisschen dran rummalen. Stimmt. Ich sollte ihren Lidschatten ein bisschen nachbessern. Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Und zu guter Letzt noch... Ich bin nicht der Typ, der seiner Freundin die Fresse poliert. Bisher war es ja meistens sogar andersrum. Ach komm. Der Witz war ja mal... schlecht. Vielleicht sollte in dieses Loch hier lieber Goal gehen. Das hätte bestimmt einen höheren Liebesscore. Habe ich das Foto? Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Das kriege ich besser hin. Ich sehe aber Goal... Naja, diese Fotos sehen also nicht so verwertbar aus. Was mache ich denn jetzt mit denen? Weiß ich nicht. Aber hey, hier ist ein Lebkuchenherz drauf. Ach, ich tue es nochmal in den Lavomat und guck mal, ob das jetzt ein paar mehr Punkte gibt hier. Ich meine natürlich das Lavometer.
Eins von drei? Das ist bestenfalls eine kleine Schwärmerei. Eins von drei. Hey, das heißt, wir nähern uns der Sache. Na komm schon, lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben? Hm? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Für mich langsam auch. Gut. Na gut. Zum Hauptplatz. Wir haben immer noch den Wombat vor uns. Und ich glaube, ansonsten ist doch hier eigentlich alles okay. Schauen wir uns noch mal auf der Achterbahn um. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Wann werden diese Dinger eigentlich wieder aufgefüllt? Genau, wann? McChronicle, hey, sag doch mal, wie findest du dieses Foto? Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Ach, was. Ich glaube, das habe ich alles schon mit ihm probiert. Obwohl, Hüte. Er ist der Letzte, den ich zum Thema Hutmode befragen würde. Aber Retro-Hüte. Er ist der Letzte, den ich zum Thema Hutmode befragen würde. Okay, ich habe noch schon ein paar Ideen. Schauen wir doch mal. Denn das macht mich immer noch fertig, dass ich diese Kamera mitnehmen kann und diese Hand. Das heißt, mit denen muss ich doch eigentlich noch irgendwas tun. Kann ich denn das Drosselglied wieder rausnehmen? Ich kann nicht. Gut, das sitzt da fest. Perfekt. Und, wie geht's dir jetzt so? Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise? Nein. Nee, der will eine Kugel. Okay, okay. Mal kurz nochmal im Steinbruch vorbei. Hallo Leute. Darf ich ein Foto von euch machen? Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Mist. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck. Ich probier's noch mit der Hand, weil warum nicht? Was ist das? Ein auch da. Und dann probiere ich es noch mit den Propheten. Einfach nur so, um das mal ausprobiert zu haben, weil ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber ich möchte es trotzdem versuchen. Möchtest du vielleicht Fotograf werden? Man muss kein Prophet sein, um... Aber... Möchtest du vielleicht, dass ich dir eine zur Hand gehe? Man muss kein Prophet... Aber... Foto gefällig? Schau mal, meine Freundin. Du datest eine Bowlingkugel? Ja, das hast du nicht vorhergesehen, was? Was? Und ich habe immer noch die Poliermaschine. Ach, ich weiß ja auch nicht. Was ist denn eigentlich mit diesem Grab hier los? Hatten wir da irgendwas? War da was drin? Habe ich da was rausgeholt? Kann ich da was reinlegen? Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Ja, ab ins Grab damit. Zum Wegwerfen zu schade, als Grabbeigabe zu ordinär. Aber was ist denn eine gute Grabbeigabe? Zum Wegwerfen zu... Nur offensichtlich nichts davon. Hey, möchtet ihr vielleicht Wasserfallen mal Wassermalfarben haben? Was ist da? Ein neuer. Auch nicht schäbler. Nee. So ein Mist aber auch. Wie krieg ich denn jetzt nur diese. Was? Nee, Moment mal. Du sollst mir nicht den Finger zeigen. Dann brauche ich noch jemanden, der das Ding auslöst. Das ist aber schlecht. Um das hier zu montieren... Das habe ich schon probiert. Sie hat das Gesicht, sie hat das Talent. Nur auf dem Laufsteg hat sie noch Probleme. Jetzt habe ich keine Hand mehr zum Auslösen. Ich brauche also eine neue Hand. Interessant.
Polier mal die Glatze. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Der kommt mir aber sehr extravagant vor. Ach so, der sucht einen neuen Hut. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Super. Dann bin ich ja nach wie vor voll im Trend. Nee, warte mal, du verstehst da was falsch. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je, das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Ja, wo nur? Zum Beispiel mal dir einen auf. Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Das heißt, wir brauchen den Hut wahrscheinlich von dem anderen Hutmenschen da drüben und so. Vielleicht. Oh, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die Hand kann ich wieder abnehmen. Und kann er das jetzt nehmen? Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu? Her damit. Totschick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Und jetzt? Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Warum habe ich dem jetzt das Ding... Was? Keine Fotos, bitte. Außer ich habe gerade eine Vision. Dann dürfte ich also. Ja, klar. Dann wäre es nämlich... eine Fotosession. Zu lange bin ich denn hier gelandet? Das frage ich mich auch immer. Das frage ich mich tatsächlich auch immer. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Ein Glück. Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Da, das ist eine wunderschöne Kugel. So, da glänzt und spiegelt es. Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Ja, aber kein ausreichend romantisches. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Oh Gott. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Jetzt hat er sich aufgehängt. Ui. Aber das mit dem Glatze polieren war ja mal, naja. Bitte recht freundlich. Und jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Ich möchte die Vision spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Gut, dass er das mit dem Fotografieren gesagt hat, bevor ich angefangen habe, ihm seine Vision zu geben, weil sonst hätte ich da, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, um darauf zu kommen. Ein Visionsfoto haben wir, und mit einem Visionsfoto können wir doch jetzt bestimmt den Herrn Propheten dazu bringen, endlich die Worte in Stein zu meißeln. Denn darauf hat er nur gewartet. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Aha, ich erkenne gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende
ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt! Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4/3-viertelte Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Hä? Einfach so? Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein, ich habe eine Vision. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4/3-viertelte Gebot zu verletzen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Du wirst nicht fürs Denken bezahlt, sondern fürs Schreiben. Genau, du sollst nicht Dinge in Stein meißen, sondern sie mit Wasserfarben haben. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein, es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Wow, und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau. The show must go on. Du sagst es. Hört. Ja, dann überdenkt doch mal. Jetzt mach doch mal. Muss ich erst weggehen, dass ihr weggeht? Nö. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Jawollo, los geht's. Seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten? Für den Kampf aller Kämpfe, für die Creme aller Cremes, für den Sims aller Bims. Wir haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für Ruhm und Ehre! Hat er Ruhm oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Hey, yeah, ein Minispiel. Oh yeah. Ich glaube, das wird eine längere Sache, deswegen hebe ich mir das auf für die nächste Folge. Aber das wird bestimmt lustig. Bis dann also. Tschüss.